Hallo und willkommen zum nächsten Teil unserer Blender-Tutorial-Reihe. Diesmal geht es um die Jump-Animation. Wichtig ist, es gibt viele Arten, eine Jump-Animation zu machen. Unseren späteren Charakter werden wir sehr viel aufwendiger gestalten. Dafür müssen wir aber erstmal die Grundlagen kennen. Damit das Lernen einfacher ist, nehmen wir die einfachste Jump-Animation, die es gibt. Und das ist einfach nur ein Keyframe, während sich der Charakter in der Luft befindet. In diesem Falle möchte ich euch etwas zeigen, das normalerweise jetzt unsauber wäre, aber ihr lernt daraus etwas. Folgendes: Ihr habt aktuell eine Idle- und eine Walk-Animation. Das bedeutet zwei einzelne Actions. Im Grunde könnten wir auch einfach nur eine Action nehmen und dann alle Keyframes, die sich da drin befinden, aneinander reihen. Und dann in Unity spalten wir diese Timeline wieder auf in verschiedene Segmente und machen daraus Actions. Wir legen los, indem wir unseren 120. Keyframe, was wieder unsere Idle-Position ist, duplizieren und auf 130 setzen. Danach gehen wir in die Seitenansicht und bewegen unseren Charakter in eine Sprungposition. Dabei dürfen wir unseren Torso und unseren Rootbone nicht verändern, denn sie werden sich zumindest in der Höhe nur in Unity steuern lassen. Das bedeutet, während dem Jump bewegt sich der Körper nicht nach oben. Lediglich die Beine und die Arme sowie ein bisschen die Rotation von Oberkörper und Kopf ist das, was wir verändern. Wir heben also den Fuß an, den Fuß markieren, dafür habe ich die linke Ansicht, so ein bisschen rotieren. Der ist in einer Jump-Position, das bedeutet, er befindet sich momentan in der Luft. Ungefähr so. Wir können diese Hand auch noch ein Stück rotieren, ungefähr so. Sucht euch eine Position aus, die euch gefällt. Da muss man ein bisschen rumspielen, bis man das findet, was man möchte. Ganz gut ist es immer, wenn der Charakter relativ auf die Stelle schaut, wo er landen wird. Das sieht ein bisschen realistischer aus. Er kann dabei auch den Oberkörper etwas nach unten beugen. Die Füße sollten relativ über der Absprungsstelle sein. Das macht die Landung ein bisschen realistischer. Wir können hier auch die Beine noch ein Stück auseinanderziehen, ist so ungefähr. Das ist völlig in Ordnung. Wichtig ist, alles nochmal keyframen, Rotation, Location und Scale. Und das ziehen wir jetzt noch ein Stück nach vorne. Wir sind jetzt beim Keyframe 130 und ziehen den nach vorne bis zur 125 zum Beispiel. Ihr könnt natürlich auch von der 130 auf die 140 rübergehen. Es geht nur darum, dass wir einfach ein paar Keyframes haben, in der die Position absolut unverändert ist. Ihr könnt beliebig viele weitere machen. Damit das Tutorial schlank und klein bleibt und die Grundlagen sind absolut immer die gleichen bei der Animation. Alles weitere überlasse ich eurer Kreativität und zeigt mir gerne eure Ergebnisse, bevor wir jetzt zum UV Unwrapping kommen.